Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich zur neuesten Ausgabe des Online-Pharma-Forums wieder hier aus Bonn begrüßen. Heute haben wir gleich zwei Themen auf der Agenda, aber diese beiden Themen sind ja sehr eng miteinander verknüpft. Es geht um das Thema IDMP und um das Thema E-Submission. Wir haben heute einen Experten zu diesem Thema eingeladen und ich freue mich sehr, dass Herr Karl-Heinz Löbel heute bei uns ist. Ganz herzlich willkommen, Herr Löbel. Herr Löbel arbeitet bei der PharmaLex. Er arbeitet dort maßgeblich in Regulatory Operations oder ist eigentlich eines der Aushängeschilder, wenn ich sagen darf, der PharmaLex im Punkto Regulatory Operations, Regulatory IT. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, gleich beide Themen, auch wenn es sehr anspruchsvoll ist, heute hier zu beleuchten. Auch ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserem heutigen Online-Forum mit ja zwei ganz wichtigen IT-Themen, die Sie in den nächsten Jahren schon sehr intensiv befassen werden, glaube ich. Vor allen Dingen die Einstellung auf das IDMP, wenn ich so an die Erfahrung zurückdenke mit XEVMPD, das hat ja auch einige Zeit gekostet. Die Unternehmen Vergleichbares, glaube ich, steht uns hier bevor. Und die Roadmap von eSubmission ist natürlich auch ein ganz wichtiges Projekt. Da wird optimiert, verschiedene Prozesse, die wir schon kennen. Und da freuen wir uns heute, jemanden bei uns zu haben, der aus Sicht gerade des Anwenders da natürlich besondere Erfahrung hat und wertvolle Orientierung geben kann. Herr Löbel, wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Herzlichen Dank für die Begrüßung. Herzlichen Dank, Herr Professor Sträter, für die einführenden Worte. Und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite zu diesem heutigen Online-Pharma-Forum.